Vor 15 Jahren haben wir die Vienna Art Week gegründet. Das war ein kleines, exklusives Festival, 15 Programmpartner, 500 Gäste und ca. 30 Veranstaltungen in einer Woche. Heuer feiern wir 15 Jahre Geburtstag und können uns wirklich freuen auf ein sehr intensives Programm. Wir haben mittlerweile über 200 Veranstaltungen in einer Woche. Wir haben ca. 70 Programmpartner von Galerien, Akademien bis zu den großen Institutionen und natürlich auch den Künstlerateliers und den Artist-Studios und auch den Artist-Spaces. Und wir erwarten ca. 35.000 Besucher, auch das hat sich enorm gesteigert. Eine große Veränderung ist auch, heuer im 15. Jahr eine neue Website, neue Social-Media-Aktivitäten. Wir würden gerne erreichen, dass die Vienna Art Week nicht nur in einer Woche die Wiener Kunstszene auf die Bühne hebt, sondern das ganze Jahr über ein Portal zur Wiener Kunstszene bietet. Wir haben heuer wieder einen neuen Titel kreiert, Making a Truth. Ein aktuelles Thema natürlich, das in Politik diskutiert wird, in Akademie diskutiert wird. Und wir möchten in dieser Woche auch die künstlerische Sicht auf Wahrheit beleuchten. Was ist die künstlerische Wahrheit? Welche kritischen Positionen gibt es da in der Wiener Kunstszene zu dem Thema? Picasso hat einmal gesagt, Kunst ist eine Lüge, die uns hilft, die Wahrheit zu sehen. Und unter diesem Paradigma haben wir heuer rund 140 Open Studios, die wir bieten, am Samstag und am Sonntag. Wir haben einen Ausstellungsparcours kreiert mit sehr, sehr spannenden Künstlern. Und last but not least, wir werden dieses Thema aus wissenschaftlicher Sicht, aus künstlicher Sicht, aus technologischer Sicht im Rahmen eines großen Line-Ups in der Akademie diskutieren. Speziell beim Line-Up freuen wir uns auf wirklich hochkarätige Gäste. Beautiful Minds wie Santiago Sierra, ein Künstler aus Spanien, Regina Galindo, die eine eigene Performance entwickelt hat für die Art Week, oder auch Sinan Aral vom MIT in Boston, Universitätsforscher zum Thema Fake News. Feiern Sie mit uns 15 Jahre Vienna Art Week.